ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute meine Morgenroutine. Ich finde das immer sehr interessant, auch bei anderen. Ich finde, meine Morgenroutine ist sehr entspannt. Trotz, dass ich zwei Kinder habe und einen Hund und einen Ehemann, muss ich auch dazu sagen. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil manchmal kann es ja auch mit einem Ehemann anstrengend sein. Ne? Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Wir starten direkt erstmal im Schlafzimmer. Ich muss sagen, ab und zu mache ich Yoga. Ich habe das jetzt hier nicht aufgenommen, denn aktuell mache ich es nicht regelmäßig. Zumindest nicht am Morgen, eher dann am Wochenende. Und deswegen habe ich es jetzt hier auch nicht aufgenommen, weil ich es nicht gemacht habe an dem Tag. Wir gehen erstmal an den Kleiderschrank. Ich schaue da, was ich mir raussuchen kann. Es gibt auch Tage, da bereite ich mir das am Abend vor. Das sind dann meistens die Tage, wo ich wichtige Termine habe oder wo ich irgendetwas habe, was ich zum ersten Mal mache. Ich sag mal, ein neuer Job zum Beispiel. Denn da möchte ich es absolut stressfrei haben und dann lege ich mir auch die Klamotten am Abend schon zurecht. Der nächste Gang ist dann erstmal ans Fenster, frische Luft, die Betten, die bleiben noch so, wie sie sind. Früher habe ich tatsächlich sogar erst die Betten gemacht noch, ja, aber irgendwann habe ich mir gedacht, die Milben, ich weiß nicht, nee, wir bringen erstmal frische Luft rein. Danach geht es dann ab unter die Dusche. Ich zeige euch mal meine Produkte, die ich so benutze, weil mich da immer ganz viele fragen und auch ich finde es bei anderen interessant, was die so benutzen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr so zum Duschen für die Haare oder so generell verwendet. Wenn ihr da einen Tipp habt, bitte gerne her damit. Nach dem Duschen geht es dann bei mir schon ja so an einen kleinen Putz ran. Das heißt, ich gehe über die Armaturen drüber und die Fliesen mache ich auch einmal sauber. Wenn ich das regelmäßig direkt nach den Duschen mache, ist es bei mir so, dass ich nicht diese Kalkablagerungen habe, Kalkflecken, und das ist mir dann tatsächlich lieber, als wie, dass ich dann irgendwann nervig schrubbe. Deswegen gehe ich da gerade mit diesen Lappen drüber. Ich liebe diesen Lappen, das ist mein Profilappen. Dann gehe ich auch immer noch mal drüber mit so einem, was man zum Fensterputzen nimmt, ne? Wie heißen die Teile? Ich komme gerade gar nicht drauf. Und danach geht es an die Küche, wie ihr seht. Ich zeige euch schon ganz ausgiebig hier meine schöne Lampe. Es geht danach an die Lampe dran. Einige hatten mich gefragt, ob das so ein Roségold oder Silber ist. Ja, wenn die aus ist, ist das so ein ganz zartes Roségold. Und sobald man die anmacht, ist das dann schön gesprenkelt und ich liebe sie. Die mache ich dann wirklich direkt immer erstmal an. Dann geht es ran ans Tischdecken. Und ja, bei uns ist es meistens so, dass der Papa tatsächlich gar nicht mit uns frühstückt, also so überhaupt nicht so, wie es sein sollte wahrscheinlich, aber so ist es nun mal. Es ist ja nicht alles wie im Bilderbuch und nicht alles ist auch perfekt, oder? Deswegen richte ich den Tisch her, beziehungsweise ganz oft helfen auch meine Kinder mit. Das kommt immer so drauf an, sind die schon wach? Wann bin ich aufgestanden? Jetzt in dem Fall habe ich es alleine gemacht. Aber es ist wirklich unterschiedlich. Und ich war auch noch ganz alleine, es haben noch alle geschlafen, das ist sehr schön. Das genieße ich dann tatsächlich. Manchmal habe ich auch einen Moment, wie jetzt, da mache ich mir einen Kaffee und habe noch Zeit für den Kaffee, ganz alleine. Oder, was ich auch ganz oft mache, noch am frühen Morgen den Geschirrspüler ausräumen und einräumen. Das machen wir dann später auch zusammen. Ich finde das immer ganz schön, wenn es einfach noch mal so ein bisschen ruhig ist und noch nicht so ein Trubel, das Ganze noch nicht so wild ist und ich einfach mal noch ein bisschen entspannen kann. Während dieser Zeit habe ich die ganze Zeit meinen Turban auf dem Kopf. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das, dieses Kopftuch halt so drum gewickelt. Denn meine Haare, die lasse ich immer erstmal so ein bisschen in diesem Handtuch trocknen. Das ist schon ein bisschen älter und dementsprechend sieht das aus. Ich muss euch natürlich meinen körnrigen Frischkäse zeigen, den liebe ich. Also deswegen habe ich den einmal in die Kamera gehalten. Aber ich glaube, das wissen schon sehr viele. Ich liebe diesen Frischkäse mit Tomaten. Ich liebe es mit, Schnittlauch oder Luchen. Oh, da könnte ich mich reinsetzen. Dann schön mit Salz und Pfeffer. So, so, so lecker. Aber am allerliebsten mag ich es mit einer frischen Tomate tatsächlich. Ja, das ist so mein Frühstück in der Woche. Am Wochenende gibt es natürlich bei uns immer Brötchen. Ja. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together?
Nach dem Frühstück geht es dann für mich nochmal ins Bad. Ich mache mich dort ein wenig fertig, putze mir die Zähne, beziehungsweise, ja, eigentlich putze ich mir erstmal nur die Zähne. Und dann mache ich nochmal so einen kleinen Hausrundgang, das zeige ich euch auch. Das heißt, wir gehen gemeinsam ins Wohnzimmer. Hier seht ihr das und macht dann nochmal die Kissen zurecht. Tatsächlich, ich bin einer von denen, die abends keine Lust mehr hat, wirklich überhaupt nicht da noch die Kissen zurecht zu machen. Ganz, ganz, ganz selten kommt das mal vor. Dann mache ich auch mal die Kissen zurecht und die Decke nochmal, ne, so ein bisschen schön hinlegen. Aber es ist sehr selten. Die Nala seht ihr jetzt auch einmal. An alle, die neu sind, bei mir auf dem Kanal dreht es sich generell rund um den Haushalt, um Tipps, Tricks, die uns den Alltag erleichtern und ja, so dass wir am Ende mehr Zeit für uns selbst haben, mehr Zeit für die Familie, je nachdem, wo du deine Zeit brauchst. Und es geht auch um ganz viel Motivation hier bei mir. Zwischendurch zeige ich euch dann auch mal, was ich einfach so aktuell verwende, gerne kaufe, wie zum Beispiel jetzt hier die Bücher. Aufruhr auf dem Gemüsebeet, gell? Nee, Aufruhr im Gemüsebeet. Herrlich, wirklich. Ein so süßes Buch. Wir haben auch die Kassette davon. Und ja, jetzt geht's weiter mit der Morgenroutine. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Entschuldigung, ich muss so lachen. Das ist blöd, wenn man gerade redet. Und dann muss man sich so zusammenreißen, dass man jetzt keinen Laberflash kriegt. Sonst muss man das ja rausschneiden, gell? So, also wir gehen nochmal hoch ins Schlafzimmer. Habe ich euch schon erzählt, dass wir ein neues Bett bestellt haben? Hm? Ja, und es wird jetzt auch die Tage kommen, also demnächst kann ich es euch dann zeigen, wenn es da ist. Wir haben ein neues Bett. Ja, ich sag's euch, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann in echt aussieht und was ihr sagt, wie ihr das findet. Und ich glaube, es wird auch langsam Zeit, oder? Ich habe ja schon viele Jahre immer mit euch überlegt, was könnten wir uns für ein Bett holen. Und wir haben, wie gesagt, eins bestellt und es wird auch bald da sein. Und da bin ich schon richtig, richtig, richtig happy und freue mich sehr. Sobald das Bett fertig ist, geht es dann runter. Ich mache echt nur immer unser Bett tatsächlich. Das Bett von den Kindern mache ich nicht. Entweder mache ich das irgendwann dann nach der Arbeit. Oder die machen es irgendwie selber oder gar nicht, muss ich echt sagen. Also da ja, mache ich einfach nur das Nötigste und für mich ist es schon wichtig, dass wir unser Bett frisch machen. Danach geht es einfach runter, einmal ins Badezimmer. Die Kinder sind im Übrigen schon wach. Der Micha, der hat sich auch schon geduscht, der war mit dem Hund draußen. Wir machen das immer so, dass er morgens mit dem Hund rausgeht und ich dann am Abend, beziehungsweise ganz oft gehen wir auch zusammen am Abend spazieren, alle, also mit den Kindern, ohne Kinder, je nachdem, und genießen dann die Zeit und reden da einfach noch ein bisschen. Finde ich immer ganz schön, aber morgens macht er tatsächlich, also geht er mit dem Hund raus und ich kümmere mich in der Zeit um die Kinder. So, nachdem ich meine Haare geföhnt habe, geht es dann ran und leg mir auch noch mal ein bisschen Schmuck um. Also recht dezent, würde ich sagen, ist das bei mir gehalten. Ich habe so ein paar Ringe ab und zu, aber doch weniger. Weil weniger ist mehr, oder Mädels? Und ein paar Ohrringe, da nehme ich ja tatsächlich eigentlich immer so künstliche Perlen. Also die sind nicht echt, das sind nur künstliche. Aber das finde ich irgendwie immer ganz schön. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich damit viel mehr strahle. Weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr mir gerne mal sagen. Dann geht es ran ans Make-up. Ich zeige euch das gerade einmal in die Kamera, was ich da so verwende. Und das ist eigentlich wie gehabt gar nicht so viel. Es ist ja echt immer ein super schnelles Make-up. Das heißt, ich lege da erstmal, wird das Gesicht gewaschen. Eine Creme mache ich mir selten drauf tatsächlich. Da muss ich wirklich mal gucken, was ich da verwende, weil ich schon von der einen oder anderen gesagt bekommen habe, es wäre schon besser, wenn man das Gesicht auch ein bisschen pflegt, gerade wenn man älter wird wohl. Ja, also da muss ich mich einfach nochmal informieren. Falls ihr irgendwelche tollen Pflegeprodukte habt, gerne auch Firmenempfehlungen, bitte gerne her damit. Ich schminke ansonsten mir die Augenbrauen, weil ich finde, die sind bei mir sehr, sehr, sehr schwach und ganz dezent. Deswegen mache ich mir da ein bisschen was drauf, ein bisschen Wimperntusche, öfters mal ein Lippenstift, wie ihr gerade seht.
Da muss ich auch noch mal gucken. Da hatte mir nämlich eine geschrieben, wo ich meinen Lippenstift bei Rossmann finde, unter einem anderen Namen irgendwie. Muss ich echt noch mal schauen. Ansonsten gibt es noch ein Deo und ich mache auch immer so ein bisschen was für den guten Geruch, so ein Körperspray, was ich gerade verwende von Sensi tatsächlich. Und das liebe ich sehr. Wenn ich einmal im Bad bin, gehe ich echt oft, sehr oft nochmal über den Spiegel mit meinem Lappen, wo ich nichts verwenden muss an Chemie. Ich kann das ohne Wasser machen, das ist so, so toll. Und dann gehe ich auch ganz oft nochmal übers Waschbecken drüber, weil ich auch da, genauso wie in der Küche, einfach ganz wenig Kalk habe dadurch. Also das ist so praktisch, wenn man da wirklich gerade nach dem Händewaschen nochmal drüber geht und das so trocken macht. Man hat kaum, also ich habe auch das Gefühl, dass ich das Bad so gut wie nie putzen muss. Okay, jetzt habe ich mir wohl Musik reingeschmissen. Tatsächlich. Das mache ich eigentlich ganz selten, dass ich morgens Musik reinschmeiße. Naja, seht ihr mal. Und meistens ist es dann auch so, dass ich dann nochmal in die Küche gehe, wenn ich Zeit habe, wenn ich es zeitlich schaffe, dann räume ich den Geschirrspüler noch aus. Wenn nicht, dann mache ich das einfach nach der Arbeit, beziehungsweise es macht auch wirklich schon mein Großer ganz oft, dass der das ausräumt und ich das vom Frühstück und so das, was nicht mehr reingepasst hat, das räume ich dann ein. Das war es dann auch schon mit meiner Morgenroutine. Ich finde, die ist sehr, sehr, sehr entspannt. Sehr einfach gehalten, würde ich fast sagen. Aber es ist auch so ein bisschen Haushalt schon tatsächlich drin. Und das ist immer dasselbe. Also im Badezimmer immer das Waschbecken und den Spiegel. Und am Abend mache ich meistens mittlerweile die Toilette. Also so, falls euch das auch interessiert, ja, wann macht sie denn dann die Toilette? Und nach dem Duschen ist es so, dass der Micha und ich auch, wir wischen das immer trocken mit unserem Profilappen, wie gesagt, weil wir dann einfach weniger Kalk haben. Dann geht es auch nochmal ins Wohnzimmer, da mache ich die Kissen und nochmal hoch im Schlafzimmer das Bett. Und wenn ich es zeitlich schaffe, dann noch gerade mal schnell den Geschirrspüler ausgeräumt. Aber das schaffe ich auch nicht immer. Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ihr könnt ja gerne euch jetzt noch so ein bisschen Motivation holen. Ich würde mich jetzt an der Stelle verabschieden, euch noch so ein bisschen schöne Musik hinterlegen und würde sagen, wünsche euch noch viel Spaß beim Video. Wir sehen uns entweder auf Instagram oder im nächsten Video. Tschüss! Just break free, just let me see your bad streaks. Maybe they'll match my freaks, yeah. I'd kill to see the stars cry, roam in the dark while love hides. Let the world know you're mine, oh. Ups and downs, no in between.